Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2. Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, ja. Ich habe letztes Mal falsch gesagt. Ah, Fragmentary Passage. Und ja, in der letzten Folge sind wir ja durch den Dornenwald ein bisschen durch die Gegend geeiert und damit machen wir jetzt weiter. Ich habe jetzt passend erstmal etwas grüne Attire hier angezogen und ja, gucken wir mal. Ich kann mich auch den Speicherpunkt, wo ich letztens hingegangen bin, also da kann ich mich auch direkt teleportieren. Also ich kann mich anscheinend zu jedem einzelnen hin teleportieren, zu jedem Speicherpunkt. Was ist das? Ja, ich habe die Ranken noch getroffen. Boah. Geil, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich gegen euch die ganze Zeit kämpfen will. Sich so meinen Stil irgendwie Gegner in Kingdom Hearts spielen zu umgehen. Ich tu mir eigentlich jeden ja irgendwie immer vorne vorknüpfen, wenn ich wenn er auf dem Weg irgendwie so zur Story ist. Das sind ja, also wenn die mir in den Weg kommen halt, ne? Also ich tue jetzt nicht extra noch mal zu Gebiete zurückgehen und da weiß ich nicht welche bekämpfen und hat dann natürlich aufnehmen, aber ja langweilig. Aber alles, was sich mir in den Weg stellt, wird auseinandergenommen, also wie in jedem anderen Spiele, auch wenn ich weiß ich nicht voll friedliches Spiel spielen würde, weil ich nicht Harvest Moon oder irgendwie sowas, wird auch alles getötet, was mir in die Quere kommt. Tot, nö. Ich gucke Zeitlupe an ist. Ach, verdammte. Antennen. Mann, ich krieg das echt nicht hin in dem Spiel. Ich habe Antennen bekommen. Und euch kann ich glaube ich nur mit Magie erledigen, ne? Ja, super. Wie gut, dass ich jetzt keine MP ab. Verzieh mich. Autsch. Warte er, bis ich genügend MP habe. Weil nur die roten am Stacheln. Au! Da bin ich, kam ich, ne? Ja. Oh, hi. In die Ohren. Er braucht schon Mickey Maus Ohren, wenn ich Katzenohren habe. Sehr schön. Ich glaube, haben wir bisher alle bekannten Aufgaben hier erledigt in diesem Wald, ne? Nee, nicht alle natürlich. Aber ja, zu schön. So, weiter. Ich muss gar nicht springen, die springt automatisch. Ja, du, du bist gar nicht in deinen Dingen drin. Das finde ich sehr gut. Du auch nicht, komm her. Dass er sich umknuddeln von meinen schmerzhaften Angriffen. Boff. Boff. Noch mal. Das fängt an weh zu tun. Habe ich gerade noch gespeichert. Ich habe eine Trophäe, so wie in den ersten beiden Teilen, dass man kein einziges Mal Dingenzieher anklicken soll. Neuer Versuch oder so. Habe ich leider schon vermasselt. Weil ich glaube, ich in einem Phantom-Aqua-Kampf hier schon direkt bin. Schade. Wenn ich Kingdom Hearts 1 Let's Played habe, habe ich ehrlich gesagt diese Trophäe gemacht. Ah, Kingdom Hearts 1 kannte ich auch. Und warum taucht ihr so random auf? Ah, das ist schon, das macht schon mehr Sinn. Warum kriege ich Mega Potions? Das sind doch für mehrere Leute. Ich bin nur eine Person, ich bin nur ja ganz allein in diesen verdammten Dunkelheits Schattenwelt Dingen. Ja,
Na, Welt der Dunkelheit. Also so wie jeder normale Mensch es nennen würde. Au. Sah jetzt einen Moment so aus, als hätte ich irgendwie nach rechts geschossen und von links kam das dann wieder zurück. So. Warte, jetzt setzt Prügel. So, buff. Und heilen. Okay. So, die sind hier lang gelaufen. Und da sieht's sehr höllisch aus. Oh Gott, da ist so. Oh nein. Hi. Ihr geht jetzt aber nicht alle auf mich los, oder? Einer nach dem anderen, oder was? Oh, wir haben die Kampfmusik wieder, geil. Ja, das erste Kampfthema von Kingdom Hearts 1. Beziehungsweise das von Ende der Welt. Ne, Quatsch, das ist von Dings. Das Kampfthema vom Schattenborn damals. Also doch mehr oder weniger das erste Kampfthema. Oh, ist das schön. So viele Throwbacks. Ich liebe das so an der Serie. Deswegen mochte ich auch Kingdom Hearts Birth by Sleep. Oh Gott, was? Was man irgendwie herausgefunden hat. Das Dingens ja. Das, sehr Nord. Den Körper von Terra geklaut hat und so zu Anzem und Semnas wurde. Da hat man auch so ein geiles Kampfthema gehört. Keine Ahnung, als Aqua gegen ihn gekämpft hat. Ich glaube, das Thema ist der Mais, ne? Oder der Miese. Natürlich heißt das so, ist halt meine Lieblingsliga. Sag ich ja eigentlich. Und ja, als das Lied gehört, habe ich so einen richtigen Nostalgie-Schock bekommen. Weil auch dieses ha 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 und so Destiny, also was gehabt hat. Ja, ich liebe es, wenn man solche Sachen ja macht in dem Spiel. Ich könnte sagen, was da wurde, aber Kingdom Hearts ist die beste Videospielserie der Welt. Das ist random, warum greifst du da an? Wurf. Boah, ich kann es kaum erwarten, bis Kingdom Hearts 3 rauskommt, ey. Ich hab jetzt das beste Spiel aller Zeiten. Was machst du da? Das ist was Neues. Das ist voll die Genki Dama, was die da machen. Oh Gott. Mit was sie sich hier prügeln muss, ne? Dann ist die Dunkelheit von Anzim ja nix, ey. Ich frage mich, ob so irgendwie die letzten Schlachten aussehen werden. Das ist einfach nur so ein Ödland mit diesen Viechern. Und Zora macht einen nach dem anderen platt. Oh nein, nicht schon wieder. Kann ich anvisieren. Ah. Kann einer sagen, wie ich den Angriff abwehren soll? Na komm her. Ich dachte, man den Gegner irgendwie doch stärker machen kann, aber die Zielsuche, diese Angriffe sind, ne? Frist hat, ich kann auch so was.
Mann. Oh, er ist erledigt. Okay. Habe jetzt nicht mit gerechnet, hat er so viel Schaden gemacht. Ihr werdet nicht noch eine Welt verschlingen. Was auch immer dieses Ding dazu bedeuten hatte. Boah, irgendwie tut sie mir leid, ey. Lass mich mal hier gucken, was. Mein Terra und Ventus, die hatten es relativ chillig in den ganzen Jahren. Also, ja, okay, Terra hat seinen Körper verloren an Seanort, aber und Ventus ist die ganze Zeit am Schlafen. Oh, du siehst hier. Also Ventus war am Schlafen und Terra hat ja, weiß ich nicht, in sein Herz, nehme ich mal, ist irgendwie weggeschlossen innerhalb von Seanort. Seanort, Terranort. Und ja. Aber sie muss ja noch die ganze Zeit kämpfen, ey. Das ist für mich ein riesiger Unterschied. Ja, und nicht nur kämpfen, ja, diese ganzen emotionalen Sachen ja auch noch durchmachen. Jetzt kommt wahrscheinlich schon die nächste, ne? Aqua, you're... Terra, you spoke? Can you see me? Of course. I see Ven, too. Ven? He's here? What? Terra, what's wrong? Don't you see him? Where are we? A world the darkness has consumed. Its enchanted dominion. Consumed? The worlds fell? What's gotten into you? How do I know that you're Terra? And not the weakness that's in my heart. Playing more. Was zeigt den Anhänger? Then, please say something. Aqua, listen. I promise this is me. But I'm not myself. What do you mean? You're using the name Terra. That means you're seeing me the way that you remember me. But your heart is just painting the picture that it so wants to see. The real me is lost in shadow. Then you're here, trapped in the realm of darkness. No. My heart has ties to the dark. That must be why we can talk. But I can't see anything, Aqua. If you say Ven is there, then he's like me, an illusion created by your heart. I understand. Then you and Ven are safe in the outside world? I think. That's good. But how did you find me? I looked here and heard you in the darkness. Right, but why does your heart have ties to the darkness now? What did you mean, lost in shadow? Forget about me. Aqua, Xehanort is trying to locate Ven. He'll never find him. I hid Ven well. I think the reason he's not talking to me here is because he's still there. Oh. Oh, God. No, I can't control. Terranort, kehrt zurück. This place. Is it the Chamber of Waking? Yes. Who are you? Really? You don't know? My name. Aqua, get back! Terra! I messed up. Xehanort is part of me. Now he's using me. So you'll tell him where you hid Ven. Silence! I won't give in.
Aqua, you have to... Still you struggle! Terra! Aqua! Now you can be one with the darkness! Man. Ja, die Hände von dem Wächter von Xehanort oder von Anzen. Oh, schön. The Lingering Will, der ist auch noch da. Also der Wille von Terra. Die Rüstung. Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet, hier Terra Nord zu sehen. Now I can be one with darkness. Aqua, are you okay? Oh, schön, Mickey. In Full HD. Schon wieder. Stimmt, da wussten wir gar nicht. Ja, meine Aufgabe kann ich nicht. Ah! Hier geht's auch hier und seine Lebensbalken sind ganz schön winzig. Hilfe, bin in Ruhe. Können wir noch diesen Kreisel machen? Wie im Birth by Sleep. Alter, das Ding Schaden. Wenn wir anfangen, irgendwie Strategie und so einzusetzen, Taktik und Strategie halt, ne? Ja, ich habe noch geblockt. Oh geil, danke. Was wie gerade ausgezeichnet, Mickey. Also ein bisschen habe ich den Kampf schon aus. Wegfinder, was? Was ist ein Stil? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Sieht aus wie Schattenspringer. Die Angriffe, die ich hier mache. Hat er jetzt gemacht? Gar nichts. Schaden ab, hat das gemacht, glaube ich. Oh Gott. Hilfe. Oh, danke. Ma. Ich hab's vergessen. Oh Gott. Wir haben unsere Heilung sehr blöd abgestimmt hier. Da so, kommt schon, exzellent, will ich nur sehen. Macht gar keinen Schaden damit. Ist das und das und das und das und das und das und du bist erledigt. Oh. Better not push our luck. Gosh. I never thought I'd find you in the realm of darkness. That's for sure. So what happened? Have you seen Terra or Ven? No, just you. I'm sorry. The darkness in this place, it's getting to me. Oh. But you'll be okay. Right.
say, we've been looking for you a long time. How come you're in this place? First, tell me, how long's it been in the Realm of Light? About 10 years. Interesting. Das war ja dann vor kurzem erst. After we last spoke, I took Ven somewhere safe, and then I went after Terra. But Terra was about to fall to darkness, so I had one choice. I stayed. Dachte mir, ist sie ja sehr viele Jahre vorher irgendwie begegnet. How about you? What could have brought you here? Has something happened in the Realm of Light? It's the Heartless. They've been attacking worlds and taking their hearts. And worlds with no hearts vanish into darkness. But if we can lock the door between the two realms, light and dark, from both sides, we can protect the other worlds. Ach, das ist vor Kingdom Hearts 1 dann. I came here to find the key on this side. Ah, stimmt. It's not so easy getting into the realm of darkness. The points you can cross have become unstable. It's only when a world gets consumed that an entrance appears in the realm between. So I waited for my chance to sneak in. But hey, when I got here, I felt a warm, familiar light. I followed it to find my way to you. The charm. So they were helping. Terra and Ven brought you and I back together again. Yeah, but the worlds are still in danger. Terra, did he make it back to the Realm of Light? We still haven't found him. I see. Well, wherever he is, he's fighting. He'll beat his darkness. And I know he wants me to fight too. I think you're right. He'll be just fine. Yes. But what about Ven? He won't wake up unless I'm there with him. I have to go. I have to find a way back to the Realm of Light. Good. Then let's locate that key and go home together. Does that mean you know an exit? Well, I was so busy finding a way in that I didn't give a lot of thought to where there'd be a way out. But together, we're sure to find one. You haven't changed at all. May our hearts be our guiding key. There's a phrase no one's used in ages. Keyblade wielders used to say those words to each other. And now, it's something I like to try and remember. So, ready? Ready. Diesen Satz haben ja die Propheten gesagt. Oder allgemein jeder. In Kingdom Hearts. Ja, Chi, mein Gott. Chi Backcover, meine Güte. Okay, hallo, wir haben jetzt Mickey Mouse. Sehr cool. Kann ich den auch Garderobe mäßig irgendwas machen? Nee, ne? So. Wird sehr viel stärker als ich. Hat sehr viel mehr AP als ich. Hat sehr viel mehr MP als ich. Ja, 6-mal am Stück irgendwie kriege ich da nicht hin. Insgesamt kennt Mickey 5 Link-Angriffe aus. Gut, da ist ein Schwachpunkt. Deportieren, ja. Tun wir ja noch ein bisschen scouten. Wie gesagt, neue Viecher, glaube ich. Und dann gucken wir mal. Durch einen Link angefangen von dem ausführen und so herbeirufen.
angefangen, muss ich dafür einsetzen. So, wir scheinen jetzt wieder da zu sein, wo wir im Birth by Sleep waren am Ende. Ich freue mich schon, dass Donald und Goofy auch wieder zurückkehren. In Kingdom Hearts 3. Solange wir nicht wieder so Traumfänger als Begleiter haben, vorzuge ich lieber jeden anderen Charakter. Hoffentlich haben wir, hoffentlich können wir mehrere Charaktere spielen im dritten Teil. So Rico, Kairi, Lee. Weil der scheint ja auch eine größere Rolle zu haben. Ich an, der hat ja ausschließlich schwer aus irgendeinem Grund. Also da kam irgendwie mitten aus dem Nichts. Macht für mich keinen Sinn, ne? Ich dachte, ich kam von da, aber nö. Autsch, die machen sehr viel Schaden. Kann Mickey drauf gehen? Oder sind die wie im Birth by Sleep fast unbesiegbar? Oh Gott. Ach meine Güte. Geht da nicht hin. Da ist, boah, ich krieg das nicht hin im Spiel. Mal sehen, Birth by Sleep kein Problem. So gut wie. Aber hier habe ich, oh Gott, Probleme, wie blöd. Ja, nicht wahr sein, ey. Bob. Das war dreimal. Wenn ich das nächste Mal jetzt auch schaffe hier. Und schaff mal, ich könnte ja speichern gehen. Ich weiß nicht, ob da, oh Gott, wo bin ich denn? Ich kann ja speichern gehen und das dann immer wieder versuchen. Die drei müsste ja jetzt gespeichert sein. Das heißt, ich muss jetzt nur noch einmal komplett perfekt hier alles schaffen. Ne? Dann haben wir das doch, oder? Also mache ich das auch. Ich glaube, während der Aufnahme schaffe ich das nicht. So. Hier mal ein Speicherpunkt wird hier nicht mehr auftauchen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal. Ich brauche eine Karte, merke ich gerade. Schon gedacht. Ja, war ich ja. Ja, dann mache ich so mit den Abschlussdingern. Mit meinem Fokus im Speicherpunkt auch erhöht, aufgefüllt meine ich. Aber nicht, wo ist der Eingang? Da ist eine große Truhe. Hi. Bin ich froh, dass ich die noch gefunden habe. Eine Karte, ne? Ja. Ja, aber ja. Wenn ich teleportiere ich mich irgendwie jetzt zu den anderen Welten hin, dann haue ich ein paar Laternen kaputt, hole mir Fuchs. Oh, mein Fuchs wurde aufgefüllt. Gut. Siege 20 Erdkerne. So, jetzt habe ich eine 3, ne? Das heißt, ich muss jetzt nur noch einmal perfekt schaffen, ne? Ich versuche das jetzt noch. So, ich speichere das jetzt. Wir tun jetzt einfach mal so, als würde ich das, oh Mickey. Würde ich das schaffen. Wir gehen jetzt mal in die erste Welt, damit ich nicht so viele Erfahrungspunkte bekomme. Und auf einmal hatte ich jetzt noch dreimal exzellent bekomme. Wenn nicht, dann mache ich das offscreen. Weil ich möchte das auch haben. Also hinter mir haben möchte ich. Vielleicht sagt der Mickey irgendwas.
wenn ich hier noch durch die Gegend laufe, ne? Mickey ist gar nicht bei mir. Warum nicht? So, ich brauche Gegner. Vollkommen egal wer. Okay, Konzentration. 1, 2, 3. Jawohl. Ha, könnt mich mal. Wow. Bin awesome. Ich bin awesome. Ich bin awesome. Chris Bibska. Wow. Haben die mit mir? Wofür nicht? Gut. Ah, weg. Gut. Wir haben eine Aufgabe erledigt. Booyakasha. Und sieht halt schön aus. Gut. Das kommt mit der Zeit auch, dann auch. Hoffe ich. Eisbrecher. Weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber wird auch mit der Zeit kommen, nehme ich an. Das hier werde ich versuchen, auf Screen zu machen. Dann spiel mit König Mickey. Das kriegen wir auch mit der Zeit. Dann haben wir, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 Dinger fehlen uns dann noch. Geil. Ja, langsam aber sicher holen wir uns das alles. Okay, ich würde dann sagen, ich wende den Part hier. Wir gehen zurück zum Dingen hier. Einfach mal so. Und bis zur nächsten Folge werde ich dann hoffentlich diese Eiskönigin Aufgabe erledigt haben, indem ich gegen... Ich hoffe, ich kann ja gegen die Nummer kämpfen. Bekommen habe. Und ja. In dem Sinne sage ich dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüsschen.